Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es eine neue Folge von Guess the Rank, ja? Ich bin sehr gespannt, was wir heute für coole Replays am Start haben. Falls du mir gerne dein Replay einsenden möchtest, schau jetzt gerne mal in die Videobeschreibung. Ich brauche nämlich unbedingt mal wieder Replays, ja? Und schick mir dein Gameplay ein, ja? Dann kann ich nämlich erraten, was für einen Rang du hast, ja? Ich bin sehr gespannt, also geh mal in die Videobeschreibung und schick mir dein Gameplay zu. Die heutige Folge ist wieder mit dem Marius. Beim letzten Mal hatte ich ja gegen Marius leider verloren. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, checkt die unbedingt nochmal aus, ja. Deshalb gibt es hier heute die Revanche gegen Marius. Ich muss heute gegen Marius gewinnen bei Guess the Rank. Daher lohnt es sich auf jeden Fall auch bis zum Ende dran zu bleiben. Ratet wieder mit in den Kommentaren. Ja, ich bin ultra gespannt. Lasst ein Like da, falls dir das Ganze gefällt. Lasst ein kostenloses Abo da. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exe Exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code Reapers sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Creator-Code bei ReapersYT. Einfach in deinen Rocket League Shop eintragen, alle 14 Tage neu eintragen. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. So, nun das allererste Replay vom Orangensaft mit Marius wieder. Marius, beim letzten Mal hast du gewonnen, heute kriegst du auf die Klatsche da, ey. Heute werde ich auch gewinnen. Nee. Pass mal auf. Oh Gott, okay, was machen die da? Es ist ein 1 gegen 1 Gameplay. Ja, stimmt, das macht es natürlich nochmal ein bisschen interessanter. Er spielt mit dem Dominus, der Gegner spielt den Fennec. Der hat auch, hast du es gesehen schon beim Gegner, der hat so eine Nuss oben drauf. So ganz, ganz komisch. Mhm. Was ich eigentlich immer, wo ich immer drauf achte, ist auch halt auf die Teammates. Nur jetzt haben wir es, wie du sagst, schon ein bisschen schwieriger. Es ist ein 1 gegen 1 halt, ne? Also, was willst du da? Ja, es ist auf jeden Fall low, denke ich. Ja, es ist jetzt keine High-Elo. Halt, ne? Okay, die probieren da sich noch ein bisschen rum. Das ist, keine Ahnung. Ist das ein Freundschaftsspiel? Also so ein bisschen so, ja, ich spiele mit meinem Kumpel jetzt hier gerade, oder? Könnte gut sein. Okay, das war gut. Das war gut. Mhm. Mhm. Boah, weiß ich nicht. Platin-Niveau? Ist schwierig, weil das Ding ist, gerade er hat ein nice Ding rausgehauen, aber davor sind die nur so hin und her gedunkelt. Da auch wieder. Finde ich uncool. Ich werde zukünftig solche Sachen nicht mehr mit reinnehmen, Leute. Und werde euch dann einfach draußen lassen, weil ich will richtige, normale Rank-Gameplays haben. Daher lasst sowas bitte sein. Ich möchte nicht solche Gameplays haben, wo nur hier gefreestylt wird oder sowas irgendwie gegen den Freund ist. Ja. Keine Ahnung. Ist halt super, super schwer jetzt einzuschätzen. Was würdest du jetzt einfach mal tippen? Ich würde, kein Platin, aber ich würde, Diamond 1 nehmen. Ich glaube, damit bist du gut aufgestellt. Ja, weißt du, ganz ehrlich, ich sag dann einfach Platin 3. Ja, einfach ein da drunter und ich würde sagen, wir lösen das Ganze auf. Okay, ich würde sagen, wir lösen das Ganze an der Stelle auf. Du hast gesagt Diamond 1, ich habe gesagt Platin 3. Ja, ich habe bewusst Platin 3 gewählt, weil wir das letzte Mal immer zu hoch getippt haben eigentlich. Deswegen habe ich extra mal so getippt. Stimmt, ja. Ja, und ich löse das Ganze einfach mal auf, ja, tippt immer gerne in den Kommentaren mit. Und zwar ist der gute Orangensaft in 1 gegen 1 gerankt, ja, Grand Champion 1. Wow. Nee, war ein Spaß, Diamond 1 leider. An der Stelle würde ich sagen, erster Punkt an Marius. Ich hätte tatsächlich auch Diamond 1. Punkte, hallo? Nee, ein Punkt ist halt nun mal so, ja. Ist halt nun mal so. Schade. Aber, was ich sagen wollte, ich wollte auch Diamond 1 nehmen, aber dann hast du das schon genommen, das wäre langweilig gewesen. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit dem nächsten Replay. So, der zweite Replay ist von dem guten Captain, von dem Kapitän Rocket League. Ich bin sehr gespannt, schon mal guter Fly, ja, sehr interessant. Sieht auf jeden Fall nach einem vernünftigen Spiel aus, ne? Nicht wie eben, so ein bisschen dran. Ja, das sieht interessant aus, ja. 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 Haben wir auch hier ein 3 vs 3 Game am Start. Finde ich auch nicht schlecht. Oh ja. Ist auf jeden Fall ein höheres Gameplay, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Was meinst du mit höher? Was genau was mit so? Ja, so wie die sich da bewegen und so. Auf jeden Fall schon. Ja, Diamond 3 Champion-Niveau würde ich schon tippen. Mhm. Ja. Vielleicht sogar höher.
Weil das sieht schon so ein bisschen wie meine Tournaments aus, so ein bisschen. Ja. Ja. Ariana Grande ist auch mit dabei. Heißt einfach Ariana Grande, der eine, Alter. Ah, okay, da kriegen sie das Gegentor. Airstrike in Schwarz, auch natürlich sehr, sehr geil. Ja, auch der Kickoff und so, das ist höher. Da sind wir auf jeden Fall Champion-Elo. Safe. Ich weiß nicht. Gib du erstmal einen Tipp ab. Ich hatte eben den. Wo bewegst du dich denn gerade so? Ich bewege mich auch so. Also ich will ja noch keinen Tipp abgeben. Oder darf ich schon einen abgeben? Weil wenn du willst, kannst du jetzt einen Tipp abgeben und sagen, was du denkst. Ich gehe auf Champion 3. Champion 3? Ja. Okay, die Frage ist halt, sortiere ich mich jetzt da unter ein oder da drüber? Warte mal. Doch. Du sagst doch, Champion 3. Ja. Und ich sage dann... Ja, es ist schon gut. Komm, Grand Champion 1, ich gönne ihm das, ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich wenigstens... Hä? Soll ich dir was sagen? Was denn? Ich glaube, du hast sogar recht. Warum? Ich bin mir jetzt nicht, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl. Ich habe irgendwie ein Gefühl. Aber ich bleib trotzdem bei meinem Champion 3. Du kannst natürlich... Nee. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, lösen wir das Ganze auf. Ich bin ultra gespannt, ja, weil es ein höheres Gameplay ist. Ja, entweder habe ich jetzt einfach wieder verkackt. Oder, es steht dann 1-1 und dann bin ich gespannt. Ja, genau, deswegen würde ich sagen, let's go, Auflösung. Okay, wir kommen zur Auflösung. Marius hat gesagt Champion 3. Ich habe gesagt Grand Champion 1. Ja, wir haben uns ein bisschen höher einsortiert dieses Mal bei dem Gameplay. Und das war auch nicht verkehrt. Es ist auf jeden Fall eine höhere Elo. Ja, das kann ich dir schon mal sagen. Und zwar ist der gute, Captain, nämlich gerankt, einfach in Threes, halt dich fest, Grand Champion 2. Okay, wow. Also sogar noch höher, als wir eigentlich getippt haben. Sehr, sehr krass, ja. Also Props an dich auf jeden Fall, dass du da oben mitspielst. Und ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Replay weiter. So, das dritte Replay und somit auch das letzte Replay. Wir haben wieder ein 1 gegen 1 Duell. Das macht es uns immer unfassbar schwierig, ne, Marius? Das ist... Ja. Du kannst es halt schwieriger einschätzen. Du hast nicht die Teammates. Das ist halt, auch wenn Once halt Bock macht, aber du kannst es halt hier nicht wirklich gut einschätzen. Es macht es uns auf jeden Fall leichter. Kritisch, Leute. Ja, also ich persönlich würde erstmal sagen, dass es sehr solide alles ist, sehr standardmäßig, nichts Besonderes bisher dabei gewesen. Aber jetzt auch. Ja. Also ist jetzt aber auch nicht ultra scheiße. Ja, also das kann man ja auch schon mal sagen. Ja, gut, sehr, sehr gut gemacht, da runtergesprungen, das war sehr stark, wichtig. Da hätte ich vielleicht den Boost mitgenommen an seiner Stelle. Genau. Ja. Weil in Once ist es halt du brauchst Boost, ja, das ist der Punkt. Boost. Da natürlich auch sehr riskant, den in die Mitte da zu spielen. Aber okay. Hast du schon ungefähr eine Range, wo du sagst, boah, da sehe ich ihn? Ja, ich habe schon was im Kopf, aber ich sag diesmal einfach gar nichts. Nö, ich sag einfach mal gar nichts, weil das Ding ist nämlich, es geht bei uns beiden um was jetzt, ne? Ja, also es ist die Entscheidung jetzt. Deswegen. Obwohl, dann steht es aber 1-1, ne? Also lasst mal, wir sagen jetzt einfach beide gleichzeitig. Gleichzeitig, okay? Das ist gut. Okay, also. Lass mich mal kurz überlegen. Also gib mir nochmal 5 Sekunden. Ja, ich überlege auch nochmal kurz. Überlegt auch mit in den Kommentaren. Once, ne? Warte mal. Oh Mann, ich bin mir wieder so unsicher. Ja, ich hab was. Hast du was? Okay, dann lass einfach bei 55, okay? Wie bei 55? Oben in der Zeit. Ach so, ja, okay. Platin 1. Platin 3. Oh, shit. Okay. Ich bin jetzt richtig gespannt. Wir haben beide Platin gewählt. Ich würde sagen, wir lösen das Ganze auf. Okay, wir lösen das Ganze einmal auf. Marius hat gesagt, Platin 3. Ich habe gesagt, Platin 1. Ja? Es geht um Once, ja. Bedeutet, es geht nach dem Once-Rang.
Und der gute Len Lost ist in Ones gerankt. Ja, Marius? Platin 2 oder was? Gold 3, Liga 1, Alter. Ja, Mann. Somit gewinne ich die heutige Folge. Marius verliert. Es steht 1-1 in der gesamten Bilanz, ja. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, Leute, lasst ein Like da. Dann gibt es die nächste Folge von Guess the Rank mit Marius. Und dann können wir mal unser Battle hier entscheiden langsam. Ja, wer gewinnt. Und lasst ein kostenloses Abo da. Falls du am Start bist, check Marius aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal vorne. Euer Barry Pass, Cyber Trader und ein GBO. Ciao, ciao.